So, hallo zusammen und willkommen zum nächsten Video und zum Saisonabschluss bei Craiova. Und ich bin jetzt gleich mal hier stehen geblieben, dass wir mal die Saison so Revue passieren lassen, bevor wir uns das jetzt genauer anschauen. Wie ist es weitergegangen? Nach dem letzten Video gab es das Viertelfinale im Pokal gegen Botoşan. Das haben wir 2-0 gewonnen. Dann gab es dann das Heimspiel in der Best-of-6-Serie gegen Botoşan. Das haben wir 3-0 gewonnen. Dann ging es auswärts nach Cluj. Da haben wir 1-2 verloren. Dann gab es Heimspiel gegen Dynamo. Das haben wir dann 3-0 gewonnen. Und dann kam die große Woche, drei Spiele, dreimal gegen Târgoviște, das erste Mal im Halbfinale und jetzt auch noch eine neue Sache. In Rumänien ist es scheinbar so, dass man im Pokal ab dem Halbfinale Hin- und Rückspiel hat. Oder nur das Halbfinale. Also bis zum Viertelfinale war K.O. Halbfinale gab es dann Hin- und Rückspiel. Dann haben wir zuerst zu Hause gespielt gegen Târgoviște, da haben wir 1-0 gewonnen und auswärts gab es dann ein Horrorspiel von uns. Und zum Schluss haben wir uns mit 4-3 im Elfmeterschießen über die Zeit gerettet und dementsprechend standen wir dann im Finale. Und das war dann gleichzeitig dann gegen Târgoviște dann das letzte Ligaspiel in dieser Best-of-6-Serie, das haben wir dann 1-0 gewonnen. Und dann war das letzte Spiel, das Pokalfinale gegen Dynamo, das haben wir dann mit 3-2 gewonnen zum Schluss. Ein wirklich cooles Spiel. Wir lagen zweimal hinten und zum Schluss dann hat Moukoko in der 70. glaube ich oder so das 3-2 geschossen, hat dann zwei Tore gemacht. Also der hat auch riesen Sprung nach vorne gemacht, auch zwei Stärkepunkte gewonnen. Also der hat sich dann zum Schluss der Saison nochmal ordentlich weiterentwickelt. Also, das bedeutet, im ersten Jahr Supercup gewonnen, Meister geworden und Pokal gewonnen. Also, die Messlatte für die nächste Saison ist hoch, es kann nur noch schief gehen. Wir sind hier, wir sind Meister geworden, Pokal gewonnen, Supercup gewonnen. So, bester Feldspieler in der Saison, bester Torschütze, Drimmitsch mit 16, das natürlich schon unglaublich ist, weil der kam erst zur Rückrunde. Sieht mal, was der für eine Quote hat. Joelinton, kein toller Stürmer, aber 16 Vorlagen, wirklich wichtig für das Team. Ansonsten, Finanzergebnis sehen wir hier 24 Millionen, das ist ordentlich. Zuschauerzahl 18.000, naja, noch viel Luft nach oben. Neuzugänge, das können wir eigentlich wirklich weglassen. Abgänge 50, skurril. Abgänge zur neuen Saison 10, das sind mit denen, die Verträge auslaufen und so weiter. Ja, dann sehen wir uns mal die Budgets an. Wie ist es da gewesen? Spielergehälter in Ordnung, bei den Transfers alles in Ordnung, Baukosten auch in Ordnung, bei sonstigen haben wir ein bisschen ganz knapp verpasst. Ansonsten natürlich kann man zufrieden sein, man sieht hier Finanzen, Status, Fans, alles super, gibt es keine Probleme bei den Spielern. Schauen wir uns mal jetzt hier an, der Jüngste war natürlich Moukoko, Tops und Flops. Dementsprechend beste Abwehr, bestes Auswärts- und bestes Heimteam. Dementsprechend natürlich auch souverän dann Meister gewesen. Skurril oder wirklich enttäuschend finde ich ist FCSB. Einen sehr starken Kader und dann zum Schluss doch so weit weg von uns. Hätte ich nie gedacht. Dann Saisonanalyse. Wir sehen hier, Team verbessert in Ordnung. Reserve auch. Jugendabteilung doppelt. Okay. Beste Mitarbeiter. Stimmung war gut. Taktisch extrem verbessert, naja, das sehe ich anders, aber sehr gutes Finanzergebnis, gute Zugänge,
Top-Schüler mit Lernverträgen und Stadium vergrößert. Also im Endeffekt alles sehr, sehr positiv, keine negativen Aspekte. Dann können wir jetzt entspannt in die neue Saison gehen. Was auf jeden Fall noch passiert ist, der Hauptsponsor wollte seinen Vertrag nicht verlängern. Das heißt, wir haben jetzt mal keinen Hauptsponsor und können nur hoffen, dass wir vielleicht jetzt erstens einen bekommen. Das ist das Erste. Und zweitens vielleicht, dass wir doch in diesen Millionenbereich reinkommen, dass wir vielleicht eine Million bekommen oder so. Das wäre super. Schauen wir mal. So, dann sehen wir jetzt hier die Zusammenfassung Fernsehgelder. Naja, die Summen sind eher besorgniserregend. 859.000 fest plus knapp 6 Millionen. Das ist schon Wahnsinn. Dann schauen wir uns mal das an. Saisonzusammenfassung. Wie sieht es aus? Madrid ist Champions League-Sieger, Neapel, Euroleague. Chelsea gewinnt Supercup und die FIFA Club WM. Jugendarbeit. Man achte, wir sind auf dem Weg nach oben. Und das ist ja genau der Punkt. Es hat nicht was damit zu tun, dass wir irgendwie Monstertalente haben. Aber durch die Gesamtentwicklung scheinbar rutschen wir ganz weit drauf. Also ich finde das sehr, sehr ordentlich. 105 Punkte. Vielleicht können wir die nächsten Jahre noch ein bisschen aufbauen. Freut mich. Auf jeden Fall. Sieht gut aus. Ligaentwicklung. Mannschaftsstärke deutlich gestiegen. 1%. Punktwerten des Landes um 33% gestiegen. Das ist schon mega für die 5-Jahreswertung. Hat auch eine sehr große Auswirkung dann auf die Verteilung der Plätze. Also schauen wir mal. Durchschnittliche Mannschaftsstärke 1%, okay. 5-Jahreswertung haben wir auch gleich. Wieso auch immer da immer die gleichen Sachen stehen. FIFA-Rangliste, wo ist Rumänien? Ganz weit unten wahrscheinlich. 36. Das ist interessant. Die beste Elf Europas. Lukaku, Martinez, ja klar. Chiesa, ja. Calhanoglu, unglaublich. Echt eine Überraschung eigentlich. Kimmich, klar. Ja, Cuadrado, auch klar. Nacho, okay. Diego Carlos, okay, überraschend. Fernandes auch. Alaba natürlich. Und Szczęsny, der war doch bei Arsenal früher, oder? Ja, tatsächlich. So, ja, eine sehr skurrile Elf mit ein paar Überraschungen, würde ich sagen. So, Pokalauslosung. Dritte Runde. Achso, die ersten müssen wir gar nicht spielen. Das ist auch seltsam. Und wieder Botoşani. Unglaublich. Naja, aber eigentlich nicht schlecht als Erstrundengegner. Besser wie FCSB und Dynamo auf jeden Fall will ich nicht haben. Cluj auch nicht. Also, das ist ein machbarer Gegner für den Anfang. So. International. So. Wir sehen. Champions League. Wir werden wahrscheinlich Quali spielen müssen, wenn mich nicht alles täuscht. Es wäre natürlich ein Wahnsinn, in die Gruppenphase einzuziehen. Das wäre, also auch finanziell wäre das, boah, ein Quantensprung. Da würde endlich was gehen nach einem Jahr. Ich bin schon wieder größenwahnsinnig. Also. Ich weiß es nicht. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es ein direkter Platz ist. Ich glaube, hier ist es Quali. Aber wir werden es bald rausfinden. So, was erwartet der Vorstand? Ja. Also, jo, Meister werden, Pokalsieger werden und in die Gruppenphase reinkommen.
Kann doch nicht so schwer sein bei diesem Monsterbudget. Ja, schwierig, schwierig, würde ich sagen. So, Gehälter 25 Millionen, das ist ordentlich. Transfers 13, okay, Infra. Da vielleicht müssen wir über die Saison ein bisschen nachlegen. Reserve ist auch in Ordnung, sonstiges ist okay. Da ich natürlich versuchen werde, ablösefreie Spieler zu holen, lasse ich jetzt mal das Gehaltsbudget so und dann, wie gesagt, kann man immer noch ändern während der Saison. Dementsprechend würde ich das jetzt eigentlich auch genauso lassen. Das ist alles gut. So, Manager-Level gestiegen. Ja, ist ja wunderbar. Auf 7. So, und jetzt kommen erstmal unsere Neuzugänge. Das sieht doch schon mal ordentlich aus mit Loch. Aus Amerika gekommen. Guter Deal. Wirklich guter Deal. Sehr gut. Weil oft verlieren die dann, wenn man sie früh verpflichtet, dann kommen sie plötzlich mit Stärke 64. Also es ist ein sehr guter Transfer. Bin wirklich sehr zufrieden. Was ist jetzt? Internationaler Wettbewerb. Ja, ich freue mich auch schon riesig. So. Akzeptieren. Pressekonferenz. Der nächste. Marcelo Morales. Den haben wir woher geholt? Aus Chile. Okay. 19 Jahre jung. Ja. Eher als Talent. Aber wer weiß. Wäre vielleicht mal ein Kandidat für eine Leihe. Machen wir auch Pressekonferenz. Dann Prieto. Der junge Mann kam. Oh, bis jetzt echt stabil beide. Ist das Paraguay gewesen? Tatsächlich Paraguay. Bin ich gespannt. Natürlich ist das teamdynamisch problematisch, was ich hier mache. Aber ich bin froh, dass ich die Spieler bekommen habe. Auch wenn es natürlich nicht sehr gut ist, teamdynamisch mäßig, sage ich. Das ist ein super Transfer, wirklich, dass das geklappt hat. Ein super Spieler. Grigic, Grigic, also ich tue mich echt schwer mit den Namen. Gute Freistöße, tolle Charaktereigenschaften, viel Erfahrung, jung. Top-Transfer. Top-Transfer. Sehr, sehr gut. So. Und das ist ein weiterer sehr, sehr guter Transfer. Also bis jetzt bin ich doch noch sehr, sehr zufrieden mit den Transfers. Ich war mir am Anfang nicht so ganz sicher, aber das sieht echt gut aus. Die machen alle einen sehr guten Eindruck. Vor allem, ich habe Bart van Rooij in einem anderen Spielstand schon gekauft und der Junge hat ordentlich abgeliefert. Also hoffe ich, dass das hier auch so ist. So, das ist ein Spieler, da bin ich nicht so ganz sicher, ob das gut war. Sehr talentiert von den Beinen geholt. Tyler Booth. Also, ich würde den gerne als Backup laufen lassen, aber ich habe so meine Zweifel. So, dann haben wir hier Kalulu. Ach, das war der Innenverteidiger von Ajaccio. Ordentlich, wirklich ordentlich. 24 Jahre jung. Man sieht hier schon, es gibt schon wieder Ärger in der Mannschaft. Und dann hier noch Muani. Also ich bin jetzt doch zum Schluss sehr zufrieden mit den Transfers. Wirklich.
Wirklich, wirklich. So, und das war's dann schon. Na, zum Glück, Joelinton sieht es entspannt. Okay. Und Margalan will ihm das Leben zur Hölle machen. Das ist natürlich nicht so gut. Dann hoffen wir auf Besserung. Okay. Also, wir sehen hier, Transfers waren wirklich gut. Wir haben noch ordentlich Budget übrig. Sehr gut. Sehr gut. So, und schon haben wir auch in der Breite plötzlich. Die müssen wir gleich in die Reserve schicken. Plötzlich, wollte ich sagen, sind wir auch in der Breite ganz gut. Und haben sogar noch ein paar Spieler, die wir verkaufen können. Das sieht wirklich gut aus. Wow. Wir sind eigentlich fast schon überbesetzt hier. Kai Pröger hat leider sich nicht wirklich durchsetzen können, da überlege ich, ob wir den vielleicht verkaufen. Wenn wir die 900.000 kriegen würden, wären das super. Ja, Hori wäre auch so ein Kandidat für den Verkauf, aber da muss ich mir das erstmal überlegen, Feder. Defensiv. Ich habe die letzten Spiele mit dem Defensiven gespielt, statt zentralen Mittelfeldspieler. Das war eigentlich auch ganz gut. Also er hat das ordentlich gemacht. Habe ja noch ein bisschen Zeit, mir das zu überlegen. Offensiv sind wir auch ordentlich. Bei Jankov wird die Option nicht gezogen. Die entwickelt sich nicht wirklich so, wie ich das will. Im Sturm sind wir eigentlich überdurchschnittlich besetzt. Also eigentlich ein Stürmer zu viel. Da werden wir was machen müssen. Ja, Joelinton können wir nichts machen. Moukoko bleibt so und so. Trimmitsch auf jeden Fall. Also stellt sich die Frage, Kolić verkaufen. Wohl eher. Und weil wir haben Muani auch noch und der muss auch noch spielen, also wird das durchaus dahin gehen. Und bei Buß, glaube ich, ist auch die Thematik, wenn dann wahrscheinlich ausleihen. Genauso wie bei Morales. Innenverteidigung sieht eigentlich auch gut aus. Doily haben wir jetzt hier, der soll spielen eigentlich die ganze Saison. Wahnsinn, 8,5 Millionen. Eine unglaubliche Entwicklung. Boah, Wahnsinn. Also wenn wir schnell Geld brauchen, ist er auf jeden Fall das Thema. Aber dann haben wir ihn eigentlich gesetzt. Dann schauen wir mal so, wie das aussehen würde. Magana auf jeden Fall gesetzt. Dann haben wir noch Kalulu als Backup. Retsos als Backup ist der vierte Innenverteidiger. Und Bolasa wäre dann der fünfte Innenverteidiger. Boah, fünf Innenverteidiger ist jetzt schon mal eine Hausnummer. Ja, also ein bisschen ausdünnen werde ich. Wie genau, das weiß ich noch nicht. Bertaglio oder wie der auch immer heißt hier, der bleibt eigentlich, weil ich eh kein Backup finde für die linke Seite. Rechts hätten wir noch definitiv Bedarf. Aber ob wir jemanden finden, sei dahingestellt. So, dann schauen wir jetzt mal kurz mal den Aktienmarkt an, wie sich das entwickelt hat. Man United 22% Gewinn, das ist sehr gut. Dann verkaufen wir gleich mal unsere Aktien. 1.979 Aktien verkaufen. So, Ajax 9% Gewinn, das verkaufen wir auch. 12.000 Aktien. Wunderbar.
So, bei Porto 2% Gewinn, da warten wir. 3% Verlust bei Galatasaray, da könnten wir eigentlich noch nachkaufen, weil die sind im Keller, die Aktien. Könnten wir eigentlich noch 1400 nachkaufen. So. Man City ist. Oh, Man City ist an der Börse. Wir kaufen alles, was geht. Weil im Normalfall, wenn die jetzt auf den Markt kommt, schießt die Aktie nach oben. Also, wenn wir Glück haben, macht man da schön 30, 40% Gewinn. Da müssen wir halt nur aufpassen, dass wir sofort wieder verkaufen danach. So, dann schauen wir uns vielleicht nochmal das Sponsoring an. Wow, tolles Angebot. Also, ich habe gehofft auf 1 Million. 2 Millionen sind super. Und 3 Jahre, also das sieht super aus. Prämienzahlungen sind mir nicht so wichtig. Das Fixum ist mir viel wichtiger. Dementsprechend gehen wir jetzt relativ schnell auf das ein, was die haben wollen. 2,2. So, das haben wir jetzt schon mal. 3,3, 2,4. Noch ein bisschen geht, komm. 2,5, 2,6, 2,7. Super. 2,7 Millionen. Toller Deal. Super Deal. Wow. Sehr, sehr gut. Lass mal wen machen. Meet and greet Ralinton. Wunderbar. Also, das sieht schon mal super aus. Hier 7 Millionen. Jetzt vielleicht ein paar Namensrechte verkaufen, das wäre super. Ansonsten haben wir eigentlich hier alles schon voll. Top. Also, Sponsoring sieht gesund aus. Sehr, sehr gut. Gehen wir mal kurz nur in die Jugendmannschaft und dann würde ich sagen, kann ich euch schon mal wieder entlassen für heute. Also ein paar Talentierte kommen nach, man sieht's. Die ganz Untalentierten tun wir jetzt mal raus. Also ich muss ehrlich sagen, ich tue immer nur Einzelne tatsächlich jetzt raus aus der Jugendmannschaft, die wo wirklich überhaupt keinen Sinn ergeben und dann ist es auch so, dass ich auch die Breite irgendwie haben möchte im Jugendbereich. Also ich weiß, dass viele von euch hier alle dann raustun, die keine 6 Sterne haben und so weiter. Das mache ich tatsächlich nicht. Oder nicht mehr. Sagen wir es besser so. So, hier ist, tun wir auch ein bisschen ein paar nach Hause schicken, die ganz schwach sind. Aber komischerweise, man sieht, wie hoch meine Bewertung der Jugendarbeit war. Und wenn man sich jetzt hier meine Jugendmannschaft anschaut, da sieht man eigentlich nicht viel Gutes. So, das können wir jetzt auf jeden Fall mal so lassen. Schauen wir uns mal unsere Scouts an. Die sind nicht besonders erfolgreich. Jugendscouts. Holzplatz einweihen. Also das versuche ich tatsächlich jede Woche hier mir anzuschauen. Diese extra Sonderveranstaltung zu machen. Hat zwar bisher noch nicht viel gebracht, aber wie gesagt, alle 3, 4 Jahre ein gutes Talent würde mir reichen. Gut. Dann würde ich sagen, ich lasse euch jetzt mal wieder in Ruhe und ich melde mich, wenn die Saison angeht. Und vielleicht kann ich euch ja schon ein paar Verstärkungen präsentieren. Wer weiß. Also, wir suchen immer gute Spieler. Vielleicht klappt es ja dann doch. Und
Vielleicht gibt es so einen oder anderen, den wir verkaufen können für ordentlich Geld. Also würde ich sagen, bleibt dran, wenn es euch interessiert. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall schon mal viel Spaß bei euren Spielständen natürlich. Und ja, wenn ihr Lust habt, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und bleibt auf jeden Fall alle gesund. Und bis dahin, ciao, ciao.